Herzlich willkommen aus der Allianz Arena, wo die heutige Partie ausgetragen wird. Heute sehen wir Bayern München gegen Hertha BSC. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. Mich begeistert immer wieder, wie gut der mit seinen Kollegen zusammenspielt und wie er die Mitspieler immer wieder einsetzt. So gehen es die Bayern also heute an. Sie werden heute über die Flügel kommen, deshalb auch das 4-3-3. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Sie treten hier heute im 5-4-1-System an. Durch die Bayern. Die Partie läuft. Und Vidal. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den muss er zum Torwart zurückspielen. Behrens. Coman. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt schießt er. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Behrens. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. Rafinha. Nun Douglas Costa. Lewandowski. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt liegen die Bayern vorne. Das gibt Einwurf. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Langkamp. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Vom Torwart. Xabi Alonso bringt die Ecke rein. Da kommt der Kopfball. Der Kopfball ist drin. Was sagst du?
du zum Tor der Bayern. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Und da haben wir noch mal das klasse Kopfballtor. Toll vorbereitet und dann stimmt auch das Timing beim Kopfball. Absolut sehenswert. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Und Müller. Nun Lewandowski. Gefährliche Flanke. Und da klärt er ganz fantastisch. Die Hereingabe gleich durch Alonso. Puh, oben links im Eck. Kompliment. Javi Martinez, da passt der Torhüter auf. Schießt er ihn rein. Ganz stark abgeblockt. Dann zieht er ab. Super gemacht vom Torwart. Eckball jetzt durch Alonso. Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Boateng energisch. Sehr gut. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Die kann er einfach. Diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Darida. Haraguchi. Und jetzt Lahm. Verteidiger ist bei ihm und dann geht der Ball ins Aus. Er wirft den Ball schnell ein. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Xabi Alonso. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Plattenhardt. Einwurf. Geht direkt weiter. Schneller Einwurf. Brooks. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Brooks. Ganz einfach an den Ball gekommen. Er versucht's. Den hält er super. Xabi Alonso bringt die Ecke rein. Kalu. Weiter geht es mit einem Einwurf. Schierbrett. Plattenhardt. Und Jerome Boateng aufmerksam, gut geklärt. Den Ball holt er, gut verteidigt. Vidal. Und jetzt der Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Jetzt Alonso. Behrens.
Rückpass zum Torwart. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Brooks. Lustenberger. Darida. Brooks. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorne. Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Der Ball rollt. Die zweite Hälfte läuft. Guter Körpereinsatz hier. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Kalou. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Scherbrett. Darida. Kurze Unterbrechung, Freistoß gegen den FC Bayern. Versucht mit dem Kopf in die Arme von Neuer. So wird das natürlich nichts mit dem Treffer. Der Ball kommt gut. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Und jetzt wechseln sie. Douglas Costa am Ball. Rafinha. Stocker. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Vom Torwart. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. War ein klasse Schuss,
Und die Kollegen dürfen sich beim Torhüter bedanken, dass er das Ding verhindert hat. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Schellbrett. Nun Lewandowski. Robert Lewandowski hat ja nicht nur einen starken Abschluss, sondern ist auch ein richtiger Teamplayer. Ne? Ja, hat ein wirklich gutes Auge für die Mitspieler. Ist sich nicht zu schade, nicht zu egoistisch, Tore für andere aufzulegen. Rafinha. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Die Gäste werden wechseln. Da verlieren sie den Ball. Stocker. Brooks. Brooks. Plattenhardt. Guter Pass, das könnte Chance werden. Lewandowski. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Und den Ball hält der Torhüter fest. Und Douglas Costa. Die Flagge kommt gut rein. Stark vom Abwehrspieler. Er kommt als Erster an den Ball. Der Ball ist im Aus. Einwurf für die Bayern. Die Fans des FCB sind voll da heute. Eine super Stimmung hier. Ja, sie geben alles und hoffen natürlich, dass sich die Bayern-Spieler ein Beispiel daran nehmen. Das gibt Abstoß. Pass, vielleicht die Chance für den FC Bayern. Über die Torauslinie, Ecke. Vidal, sie sind so nah dran, hier ein weiteres Tor zu erzielen. Kommt, wird das eine Chance? Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Abstoß.
Und hier nochmal die Wiederholung, auch für Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Eine unglückliche Aktion, aber der Schiedsrichter liegt hier völlig richtig, gelb zu ziehen. Schellbrett. Gute Defensivleistung. Angriff abgewehrt, bevor es richtig gefährlich werden konnte. Klar, dass jetzt auch der Torhüter mit vorne reingeht. Es gibt Ecke. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgepfiffen. Gutes Ergebnis. Sie gewinnen und das zu Null. Ja, das lag vielleicht auch ein klein wenig am Gegner, aber in jedem Fall, es war eine konzentrierte Abwehrleistung. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.